Wie ein Dackel steht auf der Todesliste des IS ganz oben. Die Politikerin ist die einzige Jesidin im irakischen Parlament und gilt als wichtigste Stimme der jesidischen Frauen. Ihr verzweifelter Hilferuf ging 2014 um die Welt. Am Ende bricht sie weinend zusammen. Wenige Wochen später gibt der damalige US-Präsident Barack Obama den Befehl, Luftangriffe gegen den IS im Irak zu fliegen. Zehntausende Jesiden waren in das Sindschar-Gebirge geflüchtet, wo sie eingekesselt vom IS ohne Nahrung und Wasser ausharrten. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Independent berichtet Vian Dackel nun von einer ungeheuerlichen Gräueltat der Terroristen. Sie sollen einer Mutter ihr eigenes Kind zu essen gegeben haben. 3 Tage soll die Frau in einer Zelle festgehalten worden sein. Dann habe man ihr Reis und Fleisch gebracht. Nachdem sie gegessen hatte, sagte man ihr, es sei das Fleisch ihres getöteten Sohnes. Tausende Jesiden sind im Nordirak auf der Flucht vor dem IS. Wer sich nicht in Sicherheit bringen kann, wird getötet. Die Frauen werden verkauft und als Sexsklaven gehalten. Systematisch wollen die sunnitischen Terroristen eine ganze Religion ausrotten. Und das vor den Augen der Weltgemeinschaft. Hilfe für die kurdische Minderheit gab es bislang nicht.